Arr, und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. So, Mirabelle hat eine Quest für uns. Die habe ich nämlich gerade auf Stufe 2 gemacht. Hallo? Achso. Oh. So. Warte auf mich, Mirabelle. Mirabelle! Entschuldigung. Hey, Michiru, hast du etwas Zeit, um mit mir Mini Castilla zu helfen? Wo liegt das Problem? Nichts Großes, aber es gibt einige Schäden von den Zeit, die wir, wo auch immer mich Mini Castilla hingebracht hat, um mich zu schützen, verbracht haben. Natürlich helfe ich dir. Ja! Toll! Lass uns zu Mini Castilla gehen. Es ist einfacher, es dir zu zeigen. Adios! Cuídate. Heilende Haus. Let's go. Geh in die Mini Castilla. Schau, die ist Gott sei Dank um die Ecke. Diese Tage auch nicht wirklich viel leider gemacht, weil ich arbeitstechnisch gebunden war. Oh. Irgendwie sieht das außen größer aus. Sieh her, der Boden und die Wände sind ziemlich abgenutzt. Es sieht immer noch hübsch aus. Das ist immer die positiven Seiten mit Chiro, aber ich kann dir versichern, dass es früher noch schöner war. Der Boden war gestrichen, die Wände waren lebhaft und bunt. Jetzt ist sie nur noch langweilig. Ich möchte sie reparieren und einen grün-gelb neu streichen. Sollen wir deiner Meinung nach anfangen? Fangen wir mit den Grundlagen an. Wir brauchen ein paar Materialien, wie Weichholz und Steine, um die beschädigten Teile zu ersetzen. Was die Pigmente betrifft, dachte ich an Löwenzahn, gelbe Gänseblümchen und grünblühende Bartfaden. Was kann dir da alles besorgen? Das wäre super. Ich danke dir. Überlege ich mir schon mal, welche neuen Muster ich malen werde und bereite alles hier vor. Setzen. Bisher. Bitte sehr. Hallo! Michiru, du hast es alles gefunden. Danke dir. Dein Timing ist perfekt. Ich weiß genau, was das alles aussehen soll. Lass mir dir helfen, wenn wir zusammenarbeiten, geht es schneller. Du bist die Beste. Das erinnert mich daran, wie die Menschen in unserem Enchanto zusammenkamen und meine Familie beim Wiederaufbau von Castilla zu helfen. Was das uns allen so viel bedeutet. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass du deine Hilfe anbietest. Wenn du bereit bist, dann mal los. Yes. Raum ist wieder hübsch. Ist viel besser. Muchas gracias. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Deshalb möchte ich, dass du das hier bekommst. Ah, eine Tapete. Nee, Fußboden. Oh, diese Fliesen sind genau wie die, die du für deinen Fußboden verwendest. Ja, du kannst sie in deinem Haus verwenden, wenn du willst. Ich bin so froh, dass wir Mini Castilla in Ordnung bringen konnten. Die Pflege des Hauses ist ein wichtiger Teil davon. Es in eine Zuhause zu verwandeln, meinst du nicht? Absolut. Du solltest mir noch mehr Liebe in mein Haus stecken. Ich wette, du wirst sehr glücklich sein, wenn du das tust. Nur damit du es weißt. Ich helfe dir gerne. Ich kann ein paar Dinge in meine Wohnung einbauen. Dagobert Duck könnte das haben, was ich brauche. Wenn er das nicht tut, kann ich jederzeit eine Bestellung aufgeben. Ich habe gehört, dass das ziemlich einfach ist. Wiedersehen. Danke. Kauf dir ein beliebiges Möbelstück in Dagoberts Laden, um dein Haus zu dekorieren. Ich bin so froh, dass ich den größten Teil der Sachen schon... Ich glaube, hier zu leben ist erledigt habe, Sache. Also der Quest rein. Ihr habt die Videos ja bestimmt gesehen oder nicht, je nachdem. Aber ich bin so erleichtert deswegen. Hey. So. Wir brauchen noch so viel Zeug. Ich kaufe immer alles. Wenn ihr das Geld habt, kauft einfach alles. Wechselt die Tapete, ändere den Fußboden. Hallo. Komm, wir gehen ein Hausmöbel hinzu. Ah. Ich kaufe alles einfach. Das ist freundlichsten entspannter. Dank. Hallo. So. Auf Wiedersehen. Machen wir den. Und bis bald. Herzen brauchen wir immer. Ah. Perfekt. Freundlichen Dank. Haben wir. Das haben wir noch nicht. Das sehe ich im Symbol. Auf Wiedersehen. Und das haben wir auch noch nicht. Oha. Aber manchmal kriege ich hier auch nur Möbel, die ich schon 20.000, 30.000 Mal hatte. Oh, das ist cool. Schon der Schöne und das Biest. Auf Wiedersehen und bis bald. Oh, die müssen wir auch noch holen. Und wir müssen noch ins Schloss gehen, ehrlich. Ich habe mir schon vorgenommen. Hallo. Demnächst jetzt am Wochenende, habe ich ja frei dann. Dass ich dann nochmal so einen Aufnahmetag habe, wo ich echt viel aufnehme und dekorieren will und allgemein und so Sachen da alle hinlegen möchte.
damit ich das alles erledigt krieg. Auf Wiedersehen und bis bald. So, hallo Goofy, tschüss Goofy. Mirabelle. Hallo. Hola, Michiro, kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich möchte gerne einladen, um die Veränderungen in meinem Zuhause zu zeigen. Wirklich? Ja. Kann es kaum erwarten. Los geht's. Wir müssen uns bald wieder unterhalten. Folge Mirabelle zurück in dein Haus. Ja, okay. Ist in Ordnung. Diese Nachtdornen sind am Schlimmsten. Gib mir mal in deinen Kastier. Oh, ich muss dir was sagen. Fantastisch, Michiro. Dieses Haus ist der Beweis, dass man nicht immer echte Magie braucht, um Magie zu bewirken. Unsere beide Häuser sehen so viel besser aus. Ich würde sagen, das ist ziemlich beeindruckend. Jetzt, wo Mini Castilla repariert ist, will ich mich wirklich nützlich machen. Ich möchte behilflich sein, den anderen Dorfbewohnern zu helfen. Darum geht es in La Familia Madrid Gal. Der Gemeinschaft zu helfen. Ich werde hier Ausschau halten und dir sagen, wenn niemand Hilfe braucht. Bis bald, Michiro. Und nochmals vielen Dank für deine Hilfe bei Mini Castilla. Ja, lass uns abhängen mal. Let's go. Und ich würde sagen, wir machen wir einen kurzen Cut. Ich guck gerade noch. Wir könnten noch... Ich muss gerade mal gucken. Jack Skeleton. Bist du? Hallo? Nee. Reden. Mhm. Oh, happy. Hello. Oh, nicht ganz. Was hast du vor, Jack? Ich habe gerade mein Shakespeare-Verse mit Schiere. Willst du etwas hören? Nicht jetzt, danke. Wahrlich. Verzeihung, auf mich warten Weihnachtsexperimente. Ich habe etwas für dich. Hier, Blümchen. Wir mögen alle immer Blumen. Blumen und Scherben. Am Anfang mega praktisch, aber nachher musst du halt echt hochleveln mit... Entweder gehst du den ganzen Tag nur Farm oder redest mit denen. So, jetzt geben wir dem Kopf, das sollte reichen. Ja. Wie nett von dir, dass du an mich denkst. Perfekt. Level 2 erreicht. Der macht. Was macht er? Soll ich mit dem Bergbauen gehen? Ich gehe mit dem Bergbauen. Hey! Du da! Ich hatte gerade eine schreckliche Idee. Schön, dich wiederzusehen mit Shiro. Das gilt auch für dich. Dein Anruf ist ein Glücksfall. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Kann ich für dich tun, Jack? Erst einmal muss ich sagen, dass das Haus, das du für mich eingerichtet hast, absolut großartig ist. Aber vor kurzem bin ich losgezogen, um mir die Knochen zu vertreten, ein paar Dorfbewohner zu sehen und das Teil zu erkunden. Klar, gibt's den. Vergiss nicht, ich habe einen wissenschaftlichen Geist. Ich bin ziemlich fasziniert von den Entdeckungen. Mir ist klar geworden, dass es auch schon eine Weile her ist, dass ich das letzte Mal hier war. Und ich fürchte, ich habe vielleicht ein paar Fehler gemacht. Oh nein, was hast du getan? Er hat meine Neugier übermannt. Aha. Aber ich bin sicher, dass alles gut wird, wenn du mich vorstellst. Na klar, lass uns zu Olaf gehen. Er ist ein toller Dorfbewohner. Du solltest ihn zuerst treffen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Na, komm mal mit. Angenehme Schreie. Wo ist denn Olaf überhaupt? Da unten. Lass mal hier importen. Und ja, sprich mit Olaf. Hallo. Olaf, ich möchte dir gerne jemanden vorstellen. Kennst du Jack Skelly? Oh. So, jetzt, wir haben uns getroffen. Das ist toll. Ich habe einen kleinen Fakt über das Wort. Großartig, aber egal. Willst du den keinen Fakt nicht teilen? Und was ist los? Was ist mit dem fröhlichen Freund Olaf passiert? Nun, Jack hat mich besucht. Oh. Er geschah heute Morgen. Remy hat mir ein unglaubliches Schokoladeneis mitgebracht. Dass ich eine als Überraschung zum besten Freunde für immer Tag schenken wollte, den ich heute Morgen erfunden habe. Und dann passiert etwas Schreckliches. Bin vielleicht noch nicht ganz erwachsen, aber ich denke, selbst jemand, der erwachsen ist, hätte sich darüber aufgeregt. Herr Skeleton sagt mir mal wieder, was ist das? Und stochert mit seinen knochigen Finger in die Eiscreme herum. Oh, das ist ja furchtbar. Ich glaube, es war einfach nur neugierig. Okay, irgendwie ist das lustig. Neugier. Oh, aber Mist, ich bin auch viel bei vielen Dingen neugierig. Ich versuche nicht zuzulassen, dass meine Neugier andere Leute die allererste Eiscreme-Überraschung zum besten Freunde für immer Tag verdirbt. Keine Sorge, Olaf, ich mache dir eine frische Schokoladeneis. Ich rede mit Jack darüber, dass es nicht einfach so in den Häuser der Leute reinspizieren kann. Dankeschön. Oh, hier ist das Rezept. Perfekt.
Und mit Shiro, ja, Olaf. Ich könnte dir nie einen lustigen Fakt vorenthalten. Wusstest du, dass großartig zuerst groß bedeutet, wovon ein Synonym für hervorragend wurde? Danke, das weiß ich zu schätzen, Olaf. Ich gehe schon mal und mache ein Schokoladeneis, damit du eine Überraschung für Anna zum besten Freunde für immer Tag hast. Bis bald. So. Alle Entschuldigung, fixieren. Hallo, ich benötige hier etwas Hilfe. Oh, hallo. Oh, Olaf, ich bin wieder da. Hier ist ein neues Schokoladeneis, das mit Liebe nur für dich gemacht wurde und für Anna. Oh, danke, Michiro. Anna wird es lieben. Das ist Olaf, wie ich ihn kenne. Bist du sicher, dass Anna Schokolade mag? Bist du sicher, ich kann sie essen, wenn du es nicht sicher bist? Oh. Ich bin mir total völlig und absolut sicher. Anna liebt Schokolade. Ja. Danke, dass du die beste Freundin für immer Tag gerettet hast, Michiro. Gern geschehen. Und keine Sorge, ich werde mit Jack darüber reden, dass er das Essen anderer ohne Erlaubnis nicht anfassen kann. Das ist wahrscheinlich sinnvoll. Tschüss, Olaf. Wo ist denn der? Da hinten? Das heißt, wir porten hier hin. Sprich mit Jack Skellington. Hallo, Stitch. Hallöchen, gute Fee. Hallo, Dagobert. Nee, Donald. Da ist er. Okay, Jack, wir müssen reden. Olaf war sehr verärgert über das, was du mit seinem Eiscreme gemacht hast. Eiscreme? Oh, so nennt man das also. Es ist nicht cool, sich mit... Ich frage mich, ob es etwas mit dem Schnee zu tun hat, den ich in Christmastown gefunden habe. So eine faszinierende Mischung aus Schokolade und Winterzauber. So liebenswert ich deine Faszination auch finde. Ja, Schokoladeneis ist pure Magie. Lass dich nicht ablenken. Bevor du es etwas machst, musst du die Leute fragen. Olaf ist so ein süßer Kerl. Er hätte dir bestimmt eine Kostprobe gegeben, wenn du nun nett gefragt hättest. Du sagst, er ist süß. Und er ist auch aus Schnee gemacht. Lass mich dich genauer hier unterbrechen. Seine Persönlichkeit nicht wirklich. Mein Lebensmittel, egal welche Art, zu spielen, ist ziemlich unhöflich. Die Finger hineinzustecken ist einfach unhygienisch. Mhm. Ah, ich verstehe. Ich entschuldige mich mit Shiro. Oh. Ich war einfach so fasziniert, dass ich nicht anders konnte. Schon gut, ich weiß, dass du es nicht böse meinst. Wen würdest du gerne als nächstes treffen? Vielleicht jemand, mit dem ich mich besser verstehen würde? Jemand, der die Macht des Schreckens zu schätzen weiß? Jemand, der Freude an Schatten findet? Oh, ich weiß genau, zu wem du gehen musst. Ich werde dich Ursula vorstellen. Gehabt euch wohl, alle. Du bist. Ach nein, nicht er schon wieder. Das ist Jack Skellington. Ich schätze, der zweite habe ich schon kennengelernt. Leider. Und wie ist es gelaufen? Nun, er ist heute bei mir zur Sache reingeplotzt. Ich dachte erst, er würde eine Abmachung machen wollen. Nein. Aber er ging direkt zu meinen Tränken, schnappte sich mehrere und fing an, sie zusammenzumischen. Aber du hast so hart an deiner Sammlung gearbeitet. Ganz genau, wenigstens direkt eine Person, all meine harte Arbeit. Diese Bedrohung fragt mich immer wieder, wo ich meinen Froschatem aufbewahre. Da mischt der Tinte des Krakens mit dem Salz eines Gysires. Ich bin nur froh, dass dieses Essens aus Mondbeschienen Seetang zur Hand hatte, damit mein ganzes Haus nicht in Rauch aufging. Oh nein. Oh ja, ich möchte es wieder gut machen. Welche Tränke hat er ruiniert mit Schüre Fischlein? Obwohl du sehr gut mit der Magie umgehen kannst, übersteigt die Art von Tränke, die ich mache, deine Fähigkeit bei weitem. Trotzdem kannst du ein paar Zutaten besorgen und solange dieser Plagegeist ordentlich gemäß regelt wird, können wir das wohl hinter uns lassen. Oh, vertraue mir, ich werde mit ihm darüber reden. Was brauchst du? Bring mir Stachelbeeren, rote Kapuzinerkresse, weiße Passionslilie und Amethysten. Kümmere mich darum. Are you kidding me? Boah, Ursula, ich will mit dir reden. Ja, bitte sehr. Ich bin zurück mit den Zutaten für den Zaubertrank, aber danke, Fischlein. Ich hoffe, du wirst in Zukunft einen guten Einfluss auf diesen Jack Skellington haben. Apropos Jack, wohin ist er denn verschwunden? Nun, wir sprachen über das Königshaus und diesen Taugenichts-Triton. Und er erwähnte, dass er auch königlich sei, der Kürbiskönig oder so ein Blödsinn. Ich sagte etwas über diesen guten Fee und ihr Kürbishaus und er schien sehr interessiert zu sein. Oh, das kann nicht gut sein.
muss zugeben, dass ich ziemlich neugierig bin. Sei so lieb und sag mir Bescheid, wenn er in eine Maus verwandelt wird. Ich muss los. Richtig, sehe nach Jack, bevor er ein weiteres Unglück anrichtet. Auf Wiedersehen, Liebes. Wo ist er? In der U-Bahn. Es wird Zeit für Geschenke. Da geht die Zutaten für die Tränke selbst, die du Ursulas Haus versorgt hast. Danke, Mitschirm. Ich wollte keine Sauerei machen, aber diese Tränke waren einfach so einzigartig. Ich konnte nicht widerstehen zu experimentieren. Wir können uns wohl glücklich schätzen, dass es keine Katastrophe passiert ist. Aber Ursula kann manchmal gemein sein in ihren Nähe würde ich vorsichtig sein. Danke für diese Warnung. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Sie hat erwähnt, dass jemand hier ein Haus aus einem Kürbis gebaut hat. Wie faszinierend. Ja, das ist die gute Fee. Kann ich zu einem kleinen Besuch mitnehmen, aber benimm dich, okay? Du hast mein Wort. Folge Jack Skellington und hör dir an, was er zu sagen hat. Guck mal, der Kürbis ist gewachsen. Cool. Ich liebe Fledermauskürbisse. Was für ein wunderbarer Name. Oh, aber nichts ist entzückender als ein klassischer Kürbis, der so golden ist wie der Kerbst. Um mit ihm etwas zu verzaubern. Oh. Stimmt. Ich habe sie schon oft bei meinen Paraden benutzt. Ah, ein perfekter Hast du einen Lieblingskürbissorte, mein Lieber? Nun, ich habe einmal meinen eigenen erschaffenen. Er hatte Schuppen und ein Dutzend Beine. Er war wirklich furchterregend. Meine Güte, manchmal fürchte ich, ich würde sogar meine Kapuze verlieren, wenn sie nicht an meinen Umhang ist. Hättest du ein nettes Gespräch mit der guten Fee? Ja, ich glaube sogar, dass sie meine Lieblingsperson im Dorf sein könnte. Schau dir hier wunderschönes Haus an. Ich bin nicht deine Lieblingsperson. Ich hätte ein bisschen Angst, dass du dich mit ihr anlegen würdest. Mhm. Ich würde nie versuchen, jemanden zu erschrecken, den Kürbis so sehr liebt wie ich. Ich bin froh, dass du kein Maus bist. Stimmt, ich hätte mir denken können, dass es hier beide euch gut verstehen würdet. Nun, es gibt etwas, bei dem ich deine Hilfe gebrauchen könnte. Klar, was ist los? Ja, ich mache mir Sorgen, dass die Dorfbewohner sich meiner Rolle als Kürbiskönig nicht bewusst sind. Sie wissen nicht, dass sie mir all ihre schrecklichen Bedürfnisse zu mir kommen können. Ich sehe das Problem. Wir haben hier schon eine Menge an Hoheiten. Oh. Ganz genau. Was schlägst du vor? Eine gute Fee hat mir gerade diesen schönen Entwurf für einen Kürbisthron gezeigt. Könntest du mir beim Bauen helfen? Klar doch. Du brauchst natürlich jede Menge Kürbisse. 31 Stück, um genau zu sein. Und auch etwas Dunkelholz. 10 Stück sollten genügen. Diese Zahlen sind perfekt für einen Halloween-Thron. Findest du nicht auch? Ich würde nichts anderes erwarten, wenn ich etwas für dich mache. Ein Thron kommt sofort. Danke, Michiro. Oh, und ich stelle irgendwo im Dorf auf. Ich möchte, dass sich jeder auf ihn setzen kann. Ob es nicht für einen Schrecken verantwortlich, der daraus entstehen kann. Eigentlich würde ich die volle Verantwortung dafür übernehmen. Gut, aber danach machen wir gemeinsame Fotos, um dich daran zu erinnern, dass du hier im Tal bist. Ich würde mich geehrt fühlen. Hat meine Stimme, ey. Gib einer süßen und linken Lieblingsgeschenke, erledige einige herrschaftliche Aufgaben. Ja. Bau den Thron des Kürbiskönigs. Kann sein, dass ich immer Kürbisse erntern muss. Ne, hab ich. Erzähl den Thron des Kürbiskönigs irgendwo im Tal. Ja, ich bleib da oben. Passt uns hier nicht irgendwo in die Ästhetik rein. Muss ja hier irgendwo hin. Mach mit Jack Skellington ein Foto vom Thron des Kürbiskönigs. Was ist denn der? Ja. Das ist so eine Sache für sich. Jack, wo bist du hin, bitte?
Wie soll ich? Ich muss den mitnehmen, den Thron. Erstmal den Typen erwischen. Wo ist denn der? So. Wo ist er? Da hinten läuft er. So, warte. Bitte? Ja. Komm rüber. Rüber. Zeig Jackie Skellington das Bild. Bitte sehr. Das sieht großartig aus mit Schiere. Wirklich, du magst es? Mehr als ein Dutzend Fledermäuse und einen Glockenturm. Oh, das freut mich. Versprich mir nur eine Sache, Jack. Ja, natürlich. Solange es nicht um Sekten und Jutesäcken geht. Nein, frag die Leute einfach um Erlaubnis, bevor du ihre Sachen anfasst, okay? Auch wenn es neu und faszinierend erscheint. Ich bin so neugierig, aber ich verspreche, dass ich den Besitz anderer in Zukunft respektieren werde. Das ist alles, was ich will. Ich muss los, es gibt hier noch so viele Orte zu entdecken. Ach, Schock, Kakao. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich muss das mir alles noch cutten. Yay!